Einen wunderschönen guten Morgen. Du sagst immer da guten Morgen. Immer, ne? Ja, weil hier ist richtig gutes Licht immer vor dem Fenster. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Wenn ihr das Video seht, dann ist bei euch Sonntag. Wir haben heute Samstag. Das Wetter ist super und wir haben heute was vor. Wir sind nämlich auf einen Henneabend von Zekis Cousine eingeladen. Ja, Mann. Zeki zockt da hinten. Kein Bock heute. Kennt ihr das? Na, das sagt man aber nicht. Nein, doch, ich habe absolut keinen Bock. Okay. Auf meine Familie. Jedenfalls werden wir uns alle ein bisschen schickimicki machen heute. Ich gehe mit Pyjama. Und dann hoffentlich einen entspannten Abend. Ich gehe mit Adidas-Hose mit den Knöpfen. Es wird natürlich aufgrund der derzeitigen Situation, ich kann diesen Satz nicht mehr hören und auch nicht mehr sagen eigentlich, wird es alles im kleinen Kreis natürlich sein. Ad. Achso, sie sagt Ad. Weil sie den Apfel im Müll schmeißen möchte. Oh mein Gott, wie süß bist du? Ja, Ad gesim. Hat er Ad gesim? Ad? Ja, Atsch. Atsch. Ich soll das aufmachen. Oh, der Müll muss raus. Ja, nicht in die geschlossene. Sie schmeißt es auf die geschlossene Tüte. Ja. Ja, kapata de kapat. Kapat. Super. Tschack. Yeah. Jetzt möchtest du noch einen Apfel, oder was? Was möchtest du? Hm? Elma? Ja. Noch einen Apfel? Erst waschen. Sie will noch einen Apfel. Und sie hatte den ersten schon richtig aufgegessen. Ja. Ja. Bitteschön. Hier oben sitzen. Gesamt, Cousin. Oh. Aber was wollte Isila dir zeigen? Was ist das? Oh. Das wollte ich. Isila das gemalt? Für uns? Papa, Papa, Isila, Isila. Wo sind die anderen? Ja, weiß ich nicht. Checking. Esila hat dich gemalt und sich selber mit einer Krone jeweils, also König und Prinzessin oder so. Und wir sind alle nicht auf dem Bild. So, ich hatte mir heute Morgen eine Haarmaske reingemacht. Ich benutze immer noch die von Pomelo übrigens. Finde ich richtig super. Die hat jetzt ungefähr 2 Stunden eingewirkt. Ich denke, das reicht. Manchmal lasse ich es auch wirklich einen halben Tag einwirken. Ich gehe jetzt aber duschen und schön gründlich Haare waschen. Damit ich sie heute Abend auch richtig ordentlich stylen kann. Ich weiß noch gar nicht, was ich für eine Frisur machen will. Mal gucken. Müssen wir mal gucken, ne? Was du auch für eine Frisur kriegst. Ich sehe, dass was richtig Tolles zum Anziehen bekommen heute. Also gestern. Was sie heute anzieht, ne? Das zeigen wir dann später mal. Sieht voll süß aus. So ein Mini-Lederrock. Ja, ich habe mir gestern auch was gekauft. Ganz spontan waren wir nämlich noch im Weserpark gestern und haben noch was zum Anziehen gesucht für heute. Und ich habe was richtig Cooles gefunden in einem Laden, wo ich eigentlich nie reingehe. Also ich war bei H&M, ich war bei Mango, ich war bei Zara, ich war bei Only und ich habe nirgendwo was gefunden. Und dann bin ich so und dachte so, okay, komm, geh nochmal bei New Yorker rein. Da gehe ich nie rein. Da war ich, weiß nicht, wann zuletzt drin. Ne? Also ich gehe da wirklich, früher war ich da ständig. Aber dann irgendwann hat sich mein Geschmack auch einfach verändert und New Yorker war jetzt halt nicht mehr so das, was ich mag. Aber ich bin da rein und ich habe tatsächlich direkt das gefunden, was ich heute anziehen werde. Es sieht so schön aus und es hat einfach super gepasst und es war super bequem. Und dann habe ich es mitgenommen. Es hat auch nur 25 Euro gekostet. Zeige ich euch dann nachher mal, wenn ich es angezogen habe. Allgemein nehme ich euch mal beim Fertigmachen einfach mal mit. Ne? Für Isila überlegen wir uns nochmal eine schöne Frisur. Ja. Genau, ich gehe jetzt duschen. Zeki ist immer noch beim Friseur. Ich wollte eigentlich meine Haare föhnen,
Jetzt sind sie luftgetrocknet. So lange habe ich jetzt gewartet. Machen wir jetzt einen Brokkolisalat. Ich wollte jetzt vor dem Henneabend nichts Schweres essen. Da gibt es ja abends auch noch mal Essen. Aber ein Brokkolisalat geht einfach immer. Und für die Kinder gibt es zum Mittag einfach ein bisschen Brot nochmal, ein bisschen Obst und Gemüse. Also ich koche heute nicht. Hier im Thermomix, der Brokkolisalat geht so schnell und er ist so lecker. Alles klar? Das Wetter ist richtig schön heute, ne? Ja. Riechst du nicht? Ja! So. Ich hab die Wespen. Ja, pass auf die Wespen auf. Die Wespen sind dieses Jahr so aggressiv. Ich kenne so viele, die schon gestochen wurden. Aber gefühlt sagt man jedes Jahr, dieses Jahr sind die Wespen echt aggressiv. Es ist immer die gleiche Zeit, wo die Wespen nochmal durchdrehen. Ne? So, jetzt kommt hier noch eine Paprika rein. Ich mache wieder den Brokkolisalat. Willst du dann auch ein bisschen was davon essen? Welches? Ich habe letztes Mal so einen Brokkolisalat gemacht. Hast du nicht probiert? Welches? Brokkolisalat. Darf ich dir helfen? Da gibt es leider nichts zum Helfen. Einfach schon fertig hier. Das sieht ja gut aus hier. Schmeckt auch sehr, sehr lecker. So, jetzt werde ich mir aber mal die Haare föhnen. So. Wenn die Struktur nämlich glatt ist, dann ist es auf jeden Fall einfacher, die Haare nachher zu frisieren. Das war Step Nummer 1. Und jetzt kommt Step Nummer 2. Und zwar das hier. Das ist von Roventa, oder? Roventa. Remington. Wie komme ich auf Roventa? Und der hat halt verschiedene Aufsätze. Der hat auch noch so Bürstenaufsatz oder so. Aber hier mit diesem Kammaufsatz komme ich halt sehr gut klar. Hallo, mein Schatz. Zeig mal. Ja. Jetzt mache ich noch ein bisschen von meinem Öl rein. So, das war's erstmal. Später geht's weiter. Ready. Ich habe hier so ein Overall an und einfach solche Schuhe mit so einem dickeren Absatz. Ist auf jeden Fall bequemer. Die Kinder sind auch alle fertig und dann geht's gleich los. Ja, und die Haare habe ich einfach so ganz locker flocker gelassen. Hier so ein Dutt unten finde ich immer ganz elegant. Ich fühle mich so ein bisschen nackt hier oben, aber naja. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gestern nicht mehr weiter gevloggt und auch auf der Feier nicht gevloggt. Einfach zu viele Leute auch. Ja, es geht deswegen heute weiter im Text hier. Ich bin der Jude. Ja, Kian hat hier, geh mal zur Seite, Isila. Hat hier die Tasche von Milan. Die ist aber schwer, oder Kian? Ja. Ja?
Und hier, Lia möchte das hier vorne zumachen. Wie bei ihr beim Kindergartenrucksack. Wie geht das aber? Hier einfach zuklicken. Aber guck mal. So süß. Okay, ja, es war gestern, weiß ich nicht, wann war der zu Hause? Um 1:30 oder so? Ist das auch bei dir so? Mhm. Dementsprechend sehe ich jetzt natürlich aus hier. Mach mich nachher ein bisschen frisch. Wir wollen gleich brunchen. Wenn Milan wieder da ist, der ist nämlich seit um 10 auf einem Fußballspiel. Bei einem Fußballspiel. Wir haben ein Freundschaftsspiel heute. Saki ist jetzt hin, ihn abholen. Und dann wollen wir hier so ein bisschen brunchen. Und ein bisschen Haushalt machen. Nachher geht es noch auf den Spielplatz oder raus. Mal gucken. Das Wetter ist ja so schön sonnig. Ja, und dann lassen wir den Tag mal ein bisschen gemütlich angehen und auch ausklingen später. Ganz einfach Sonntag halt, ne? Ja, ich bereite jetzt schon mal ein bisschen was fürs Brunchen vor. Habt ihr Lust auf gebratene Kartoffeln? So wie Pommes? Ja? Ja, dann mache ich das mal. Ja. Oh, oh, Lia. Frühstück ist jetzt vorbereitet. Es gibt viele kleine Leckereien. Ja, und mich auch. Ich bin auch ganz lecker. Ja, dich essen wir zum Schluss. Das Beste kommt nämlich zum Schluss. Oh, abwärts. Das ist aber süß. Ja. Guten Appetit. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Spielplatz. War ja richtig langweilig zu Hause. Wir fahren jetzt dafür auch ein Stück, weil der Spielplatz einfach voll schön ist. So weit ist das doch? 5 Kilometer? Nein, das sind schon 10 Kilometer. Ja. Ja? Ja. Ja. Lia ist eingeschlafen. Du machst immer so, Lia ist eingeschlafen. Lia ist eingeschlafen. Ja, nein, so. Lia ist eingeschlafen, Leute. Und jetzt fahren wir zum Spielplatz. So, du musst mehr Dings sein, Schatz. So. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, manchmal machst du auch zu mir so, wenn ich sage so, ey Schatz, was gibt's denn heute zu essen? Dann machst du so, ja, heute wollte ich eigentlich Reis machen. Nee, so bin ich gar nicht. Doch, genau so. Und dann, dazu so mache ich auch noch Suppe und... Alles klar, Leute. Wir fahren jetzt auf den Spielplatz? Nein. Alles klar, Leute. Jetzt fahren wir auf den Spielplatz und dann gucken wir mal, was der Schatz so sagt. Mach, so musst du sagen, Schatz. Oh, die haben die Häuser gebaut, guck mal. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. Will sie nicht? Sie will nicht alleine. Ach so. Hatten wir nicht mal so einen Grill? Einen Grill? Ja. Schwenkgrill oder wie heißt Kugelgrill? Ja. Vielleicht schläft sie ja weiter. Ja, wir mussten sie ja jetzt wecken. Sie ist noch kaputt von gestern. Reicht so? Rutsch, Lia. Los. Eins, zwei, drei. Hui. Oh. Ich glaube, die ist ein bisschen zu mini, die Rutsche. Komm. Sie mag es gar nicht, wenn sie Sand in den Schuhen hat. Ja, aua, ne? Das Baby weint. So, wir sind wieder da vom Spielplatz. Die Kinder machen jetzt noch einen Filmabend. Ja, ich habe jetzt hier auf Disney Plus die Unglaublichen angemacht. Und Isila hat sich Spaghetti gewünscht heute. Also, ich habe ihr gesagt, sie darf aussuchen, was es heute zu essen gibt. Und sie hat sich Spaghetti mit Tomatensauce gewünscht. Voll easy, richtig gut, ne? Milan ist hier. Also, Isila hat sich gerade einen Film angemacht. Willst du auch gucken? Ne? Okay. Upsala. Okay. Upsala. Knappner. Oh, Lia. Lia ist die Einzige, die noch nicht geduscht hat heute. Müssen wir dann nachher auch noch machen, ne? Und dann Nietzsche. Ja. Trockene Cornflakes möchtest du? Die? Ja, die? Und dann mal. Tabamokoerin. Die.
Jäger kann das nicht heilen. Tabak? Teller? Nein. Tabak. Ja? Ich habe sogar noch fertige Tomatensauce gefunden. Die mache ich jetzt einfach. Ich liebe es, Tomatensauce selbst zu machen, aber ich kaufe die von Lidl mit Gemüse immer super gerne. Die ist voll lecker. Und geht halt richtig schnell, ne? Muss mir noch einen Wochenplan schreiben. Ich poste ja sonntags oder montags immer meinen Essensplan für die Woche. Und da werde ich mir gleich mal überlegen, was es so die Woche zu essen gibt. Das ist auch ein kleiner Tipp von mir, Leute. Macht euch immer einen Wochenplan. Auch wenn ihr nicht jeden Tag füllt damit. Also manchmal schreibe ich, lasse ich das Wochenende auch frei, weil wir dann spontan entscheiden und auch mal auswärts essen oder mal Pizza holen oder so oder Döner. Aber generell möchte ich einfach nicht jeden Tag überlegen, was ich kochen kann. Und mache mir dann halt gerne einen Plan und kaufe nach diesem Plan halt auch die Zutaten ein. Erstens kauft man dann nicht so viel Schrott, weil man halt nicht weiß, was man kocht. Und zweitens muss man halt nicht jeden Tag aufs Neue überlegen, was man kochen könnte. Ja genau, den Plan poste ich halt immer auf Insta und ich nehme euch da auch immer mit bei den Rezepten. Also ich teile da unheimlich viele Rezepte. Ich habe auch ganz viele in meinen Highlights gespeichert. Also falls ihr mir dort noch nicht folgt, könnt ihr das gerne tun. Allgemein sieht man dort halt sehr, sehr viel von meinem Alltag. Also täglich eigentlich. Und ich habe jetzt ein Tagebuch eingeführt. Ich poste in meinem Feed jetzt immer einige Abschnitte aus meinem Leben, Sachen, die mich beschäftigt haben. Mein erster Beitrag dazu ist auch vorgestern online gegangen. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Ja, das ist dann halt wie eine Art Tagebuch. Ich habe quasi bei 1980 angefangen, da war ich nämlich noch gar nicht auf der Welt. Und was da passiert ist, könnt ihr in dem Beitrag lesen. Tief einatmen. Ist heute schon den ganzen Tag so schlecht drauf. Guck mal, wie sie aussieht. Und ich habe nur Pampers gewechselt. Ich wasche ja immer bei jedem Wickeln. Dann kommt sie in die Badewanne und dann wird gewaschen. Also mit Feuchttüchern finde ich das ein bisschen, naja, nicht so toll deswegen. Und da hatte sie jetzt gerade gar keine Lust. Ja, was ist? Und der Tag mit ihr war ziemlich anstrengend heute. Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon von euch. Und ja, hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.